Hey und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute werden wir in ein neues Gebiet aufbrechen. Aber erstmal kurz diesen blauen Hinox hier killen. Diesen schwarzen hier. Ich glaube, blaue gibt's ja gar nicht. So, den darf ich nicht zerstören, den brauche ich nämlich noch. Den darf ich den hier mit dem Weitwurf. Oh, schade. Hat er einen Stein gerollt? Nice, hab ich nie gesehen. So, ich weiß nicht, ob ich ihn schon besiegt habe, aber ich glaube eigentlich schon. Aber egal. So. Das nehme ich alles gerne mit. Im Bogen muss ich mal schauen. Vielleicht habe ich. Ja, dann. Ich nehme den Bogen, den ich wegwerfen kann. Gegen den Königsbogen. Und dann noch. Oder? Ja. Ne, die Sonnenlanze brauche ich noch. Soll ich langsam mal dann die Dings herstellen? Die Lichtschuppenlanze von Mifa. Müssen noch reparieren und ins Haus hängen. Aber das mache ich irgendwann. Mal schauen. Vielleicht werde ich wieder die Ballade machen. Das sind ja die fliegende Folge. Aber egal. Jetzt gleich sind wir im neuen Gebiet. Wir werden das mit dem Turm natürlich aktivieren. Und dann schauen wir mal weiter. Hier sind wir im Gerudo-Tal. Und. Oh Gott! Die schießen Fleck hier ab. Eieiei. Das könnte ich einfach tun. Ich habe keine Bombenpfeile, schade. Da muss ich halt eben eine Bombe benutzen, um halt das aufzusprengen. Denn ich glaube, da könnte ein Krog sein. Oder irgendeine Kiste oder so. Muss ich mal reinschauen. Es ist. Was haben wir hier? Eine Kiste. Ah, schade. Oh, oh ja, jetzt komme ich aber hin. Ich soll doch kurz nachschauen, ist hier noch irgendwie ein Krog oder so? Ist das eine Metallkugel, oder? Ja. Ja, okay, gut, scheiße, was er da wäre. Aber sieht nicht so aus, als ob hier ein Krog wäre. Ein Top-Ausflug, nice. Nee, sieht nicht so aus. Oder? Doch, vielleicht hier hinten noch. Nee, alles gut. Dann geht's weiter. Ich wusste erstmal schon, wo der Turm ist. Ich wusste, dass der hier irgendwo ist. Da. Da will ich jetzt hin. Da, ich sehe ihn schon, okay. Perfekt. Nehmen wir auch gleich schon den ersten Schrein. Muss ich mal schauen. Wo der genau steht. Ach, ich denke da oben. Bitte, ich verstehe mich nicht. Gut. Hier haben wir nicht den Schrein, das oder oben. Na, okay, in der Richtung. Oh, da ist er. Lost. Da ist der Shin-Yo-Schrein. Let's go. Mal schauen, was der so zu bieten hat. So, mal schauen. Ruhe und Bewegung. Oh, no. Ja. Boah, ich dachte ganz kurz, der rollt wieder runter. Eieiei. Okay. Ich mag den Schrein zwar nicht so sehr, aber egal. Ich will alles machen für 100%. Was? Diese Kugel wird um.
Okay. Oh, es sieht sehr nah aus. Machen wir es so. Oh, verdammt. Boah, dieser dumme Wächter. Gibt es hier irgendwo eine Truhe? Nee. Ja, ich hatte vielleicht überlegt, dass eine Truhe hier über die Laufbahn läuft, aber... Was denn? Fällt ja gleich schon runter. Wie mache ich das denn jetzt mit einem ganz leichten Bogen am besten? Ja. Oh, ganz knapp. Fast wieder rausgerollt. Aber dieser Dings-Nano-Wächter war dumm. Ah, okay. Jetzt weiß ich tatsächlich, welcher Schrein es ist. Ich konnte mich erst nicht ganz gut daran erinnern. Aber ja, da ist noch eine Kiste. Das soll ich mir erstmal schnell holen. So. Ja, Nopal, okay. Man kann sich durchducken, das ist gut zu wissen. No. Ich sollte warten. Auf dann quasi mit dem großen Block mit. Okay, die kann man aber stoppen mit Stasis. Verdammt. Oh, gut. Also das lief wirklich sehr, sehr gut. Und haben wir gerade Kisten? Ja. Nice. War ein guter Schrein. Ist echt das Spannendste, aber trotzdem sehr gut. Müssen noch irgendwie rausschauen. Rauskommen. Da. Nice. So, unser 91. Schrein, by the way. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt. Oh Gott. Weiter nach oben. Denn da oben war auch, glaube ich, der Turm schon. Ich weiß nicht, ob es dann eigenen Weg hoch gibt. Oder ob ich jetzt so hoch muss. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal so ein bisschen hoch. Oh, das ist schon der erste Krog. Nehme ich gerne mit. Da. Relativ easy. Werde noch übrigens erst dieses Gebiet, also den vorderen Teil der Wüste hier, abschließen. Also alle Crocs sammeln, alle Schreine und so. Wenn wir jetzt alles schon schaffen können. Und dann geht's erst in die Wüste. Puh, riskant, aber hat geklappt. Dann würde ich sagen, gehen wir übers Gerüst nach oben. Denn, ja gut, ich habe keinen Rivalis-Sturm mehr. War ja noch irgendwo ein Krog? Nee. Weil auf diesen Gerüsten kann es ja auch mal Steine geben. Wo sie sich drunter verstecken. Boah, ich dachte gerade, bin ich gerade abgerutscht irgendwie? Egal. Runterzufallen wäre jetzt doof. Ich glaube, hier wurde auch Vanaporis ausgegraben. Komisch. Da gab es zum Beispiel eine Katze, die nur man es gesehen hat. Aber ja, geht weit nach oben. Warum kann man da nicht hoch, Mann? Oh ja. Oh Mann, schade. Ich dachte, er hat noch Leben und dann kann ich runterschlagen. Ach, die ganze nehmen müssen. Egal. Ganz ein Herz wird runter, immerhin.
Okay, schade. Aber egal. Wir wollen zum Turm. Oh, das ist ein Feuerbüro Magus. Da oben ist er. Ah, nee, da ist er. Okay. Weiter Fleck hier hochholen. Was? Ja, stimmt. Pferde können ja, glaube ich, gar nicht in die Wüste. Trotzdem weird, weil hier ist noch gar nicht die Wüste eigentlich. Okay, schade. Dann halt nicht. Wäre noch übrigens einfach die ganze Amiibo einlösen, wenn wir oben einen festen Boden unter den Füßen haben. Schon. 38 habe ich schon. Das ist doch ganz gut. Brauche ich jetzt eine Quest später. Aha. Da haben wir einen Krog. Dann würde ich sagen, holen wir kurz den Krog und tun dann dort oben den einen, also nicht den, sondern die Amiibo einlösen. Oh, fast. Episch. Oh, da. Sieh auch schon mal nach Boris im Hintergrund. Okay, cool. Dann mal nach oben. Rivalis Sturm ist auch bald fertig. So, dann kann ich ja mal die Dingsrüstung anziehen, die wir im Schloss geholt haben. Da. Die Leibwache Rüstung. Denn mit der verbrauchen wir weniger Ausdauer, wenn wir springen. Allgemein, wenn wir irgendwas machen, wo Ausdauer verbrauchen würde. Das ist ziemlich nützlich. Perfekt. Da kann ich auch gleich die ganzen Crocs markieren. Dann werde ich mal anfangen, die zu holen. Oder wir brechen sogar schon auf. Muss ich mal schauen. Und, okay. Ich muss über die drei Steine laufen. Denn ich habe noch keinen Rivalis Sturm ready. Aber ist okay. Moment, normal. Das ist Schlamm. Hä? Wow! Das wusste ich nicht, dass ich einfach nicht umwerfen kann. Ultra nice. Das habe ich echt nicht erwartet. Ich wäre einfach hochgeklettert. Hätte ich doch noch nie gesehen bei niemandem. Ist jetzt so wegen dem Eis passiert? Nice. Und da sind wir auch schon oben. So, mal schauen, wie die Wüste auf der Karte aussieht. Let's go. Sehr schön. Okay. Dann mal los. Schauen wir uns mal die Karte nochmal an. Boah, das hat schon einen riesigen Teil aus. Deswegen mal so alles noch demnächst anschauen. Weiß mal hier. Die riesige Wüste. Das sind wir jetzt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir sogar schon los, oder? Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich Bock.
ganzen Crocs zu holen. Deswegen würde ich sagen, fliegen wir erstmal nach unten. Da müsste ein bisschen Stall sein. Schauen, ob ich dafür drücken kann. Ja. Nice. Wo ist er? Irgendwo hier sollte er sein. Ah, da ist er. Komm nochmal. Ah. Das hat wehgetan, aber egal. Ich lebe noch, habe nicht mein Leben verloren. Ah, ups. Jetzt habe ich aus der Weg gerannt. Ich dussel. Und jetzt kriegen wir Revalis Sturm. Oh, sieht fast wie ein Aufzug da. Das sieht auch episch aus. Da ist auch der Stall. Ich glaube, dass es auch hier viele Sputtlinge gibt. Jetzt holen wir mal kurz einen Schrein. Den Ke-Neuschrein. So. Oh, der erste Elektrizitätsschrein. Let's go. Machen wir den. Das soll auch nicht so schwer sein. Ich muss mal kurz schon mit dem Thron. Ging es nicht lang? Nee. Alles klar. Okay, schade, ich kann sie mir so zerreißen. Gut. Ich hatte einen Fall dabei und habe ihn auch gut genutzt. So, Bein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da unten eine Truhe ist. Nein, gut. Ich sehe wirklich nirgendwo eine Truhe. Ich will wirklich safe gehen. Ah, da ist eine. Ein Schlüssel. Ja, brauche ich wahrscheinlich für die Tür da vorne. Alles klar, waren nicht alle Kisten, wäre auch langweilig. Ach, ich hab keine Pfeile mehr. Aber okay. Kein Problem. Ich habe gesehen, jetzt ging es noch links und rechts, glaube ich. Nee, okay. Hätte sein können. Hier geht's weiter. Okay, das hier muss ich einfach wieder ranschieben. Nee, in die Mitte von den beiden Sachen machen. Perfekt. Muss mal schauen, hier könnte es eine Kiste geben. Ja. Aua. Oh Gott, eine Waffe. Ah, ich hasse es eigentlich. Das ist weg. So schlecht, da ist mir jetzt egal. So. Haben alle Kisten und da ist auch schon das Ende des Schreins. Nice. Schon. Und jetzt nur in den Abgrund. Krass, schon zwei Schreine geschafft in einer Folge. So. Ich habe doch kurz entschieden, dass wir in der nächsten Folge mit dem Croc suchen so ein bisschen beginnen werden. Aber jetzt will ich den Titanen holen und dann geht's richtig ab mit Crocs. Da müssen wir euch alle holen und dann geht's an die Ballade der Recken. Und dann war's es auch schon mit dem Let's Play. Naja, tschüss, tschüss. Ich will nur hier runter. Um den nicht wieder hochzugehen. Noch nicht vom Wind weggeblasen zu werden, sondern um die ganzen Sputtlinge zu sammeln. Deutlich nur was sehr
Das kann voneinander hier die beiden. Gott. 43. Ich weiß nicht, ob es schon reicht. Oh. Hallo, hast du meine Freunde gesehen? Nein. Wir reisen namens Venny, Amani, Natano und Pamo. Ich sehe schon, du hast keine Ahnung, wen ich meine. Wir sind zusammen gereist, aber am Ometake-Hochlandpfad wurden wir plötzlich vom Monster angegriffen. Ich bin einfach nur gerannt, bis ich hierher ankam. Warum hast du nicht geholfen? Aber dann, als ich mich dann umgedreht habe, dann waren alle... Sie waren alle weg. Es kann doch gar nicht sein, dass sie alle von den Monstern... Nein. Den anderen geht's bestimmt gut. Und deshalb bleibe ich hier, bis sie alle wieder da sind. Wenn du sie zufällig am Pfad siehst, kannst du ihnen ausrichten, dass Goman hier auf sie wartet. Ja, warum suchst du nicht aber selbst nach denen? Kasche war auch da und... Ja. Da ist er. Junge, du hast nicht zufällig ein paar Sportlinge? Ja, ich habe sehr viele gefarmt. Wie du siehst, bin ich müde. Müde, mich in normalem Tempo fortzubewegen. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal einen Sportling gefunden. Und seitdem esse ich sie jeden Tag. So habe ich bisher jedes Wettrennen gewonnen. Ist das irgendwie unfair? Doch jetzt, 55 Jahre später... Ich mag Sprünglinge immer noch so gern, aber ich bin einfach zu alt, um die Klippen hinaufzuklettern und die Sprünglinge zu sammeln, wo sie wachsen. Daher muss ich leichtfüßige Jungspunde bitten, für mich Sprünglinge sammeln zu gehen. Ja, 55 Sprünglinge gebe ich den Diamanten. So leicht kommst du selten an Diamanten. Naja, für Leuchtsterne geht's auch. Wenn wir ins Gespräch kommen könnten, spreche ich weiter an. Ich gehe hier nicht weg. Okay. Wusste ich doch, dass du es bist. Hast du die Pilze? Ich hab ein paar. 5, 15, 25, 35. Hä, Junge, wir hatten doch gesagt 55. Genau wie viele Sprünglinge. Genau so viele Sprünglinge brauche ich. Ich mehr und nicht weniger. Hm. Okay. Ja, werden wir noch kurz farmen. Ich weiß nicht, ob ich. Wie viel habe ich jetzt. Oh, das war schon 12. Da sind welche. Oder waren es 12? Ja. Dann mal los. Ah, das ist schon eine. So. Dings machen wir jetzt noch und dann brechen wir nächste Folge endlich auf. Also ich hoffe, dass wir jetzt 12 haben. Und der Mio wollte ich auch noch einlösen. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Okay, ich glaube, es ist nicht genügend. Hoffe ich auch. Denn die Quest habe ich, glaube ich, schon nie abgeschlossen. Ich dachte kurz, das setzt irgendwie aber nächsten Sputtling. So, dann würde ich sagen, löse ich mal kurz hier die Amiibo ein. Die habe ich hier vor mir. So, da ist einer. Und zwar der Ganondorf von Yuma wieder. Vielleicht bekommen wir jetzt das Schwert. Das wäre jetzt ziemlich toll. Ne, Nopal, okay. Und hier haben wir noch den Ocarina of Time. Link. Sehr viel Fleisch. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Zelda Amiibo. Oder einen. Bei dem ich mir kurz... Oh, was? Plus 20? Den nehme ich mir gerne mit. Oder... Ah, doch, hier da. Das ist der Amiibo. Den kann ich schon benutzen. Alter, so viel Schaden. Ich glaube, die geben Pilze und Kräuter und so. Verschwindet. Ups, ja, ist verunnötig, aber egal. Gibt schon Fleisch. Nee. Nur Sportweilchen ist zwar auch geil, aber... Dinge wären nice gewesen. Leuchtstein, okay. Ja, war gar nicht so schlecht. Muss erstmal schauen. Darf ich glaube. Hier gibt es gar keine mehr. Warum auch immer. Ne, das sind Sportweichen hier. Ja, als ob hier jetzt schon keine erwachsen sind. Eigentlich war hier immer die ganze Wand voll, dachte ich. Okay, uff.
Dann planen wir rum. Wir schauen aber ganz kurz in den Stall und schauen, ob wir irgendwas finden. Nein, auch kein Buch. Hier ist irgendein Rezept. Und hier haben wir Terry. Was hat er denn heute für uns? Ja, gut, hier. Danke. Oh, nur Einser. Über Pfeile freue ich mich immer. Oh, gut, die Bälle. Die kriege ich, glaube ich, noch. Nein, die brauche ich. Ich muss nachschauen. So. Nee, Steady-Bälle brauche ich noch. Die müsste hier in der Wüste geben. Und ich kann vielleicht jetzt mit dir her. Ja! Okay, nice. Dann werden wir jetzt auf Flecky zum ersten wirklichen Storypunkt reiten. Also ich hoffe, ich komme noch hin. Von der Zeit her. Aber ich... ja, gut, doch. Das schaffe ich. Und ich glaube, hier müsste ich jetzt Flecky zurücklassen. So, wenn wir jetzt im Schatten rausgehen, dann... Mit dem Schatten sind wir safe. Wo kommst du jetzt gerade her? So, Wack. Bist du zufällig auf der Suche nach dem Schatzsucher, um den sich die Legenden ranken? Du hast sie soeben gefunden. Ich bin Kalista und in meiner 20 Jahre während der Laufbahn ist es kaum einem Schatz hier gelungen, mir zu entrinnen. Kalista. Noch nie gehört. Ja, ich brauche was für die Hitze. Ich habe ja das da. Es reicht. Ja, nice. Das Hummerhemd ist gut genug dafür. Kann ich auch was anderes anziehen? Ah, nee, das ist stärker. Dann brechen wir mal auf zum ersten Ort. Und ich weiß den Namen gerade nicht ganz, aber ich glaube, irgendwas mit Oase. Oder Bazaar. Dort werden wir uns eine Erinnerung anschauen. Und dann werden wir weiterschauen, wie es mit Werner Boris weitergeht. Den nächsten. Das sieht ziemlich warm gekleidet aus für die Wüste. Huah! Achso, nur ein Halianer. Das geht ja noch. Ich habe von Dieben in Gerudestadt gehört. Hat das so meine Bedenken? Na, dann wollen wir mal Handel treiben. Okay. Was ist denn? Ja, Pfeile. Nehme ich gerne. Das brauche ich nichts. Danke. So. Was sind das für Vögel? Ja, gut, schade. Hätte neue sein können. Aber egal. Oh. Oha. Da haben wir den ersten Blick von der Boris werfen dürfen. Und da ist er noch. Der ist so riesig. Auch mein Lieblingstitan. Deswegen freue ich mich auch schon so sehr auf diese Story jetzt hier. Okay. Hi. Sawak. Oh, Wüstenbazaar. Das hier ist der Wüstenbazaar. So etwas wie ein Rastplatz auf dem Weg nach Gerudostadt. Als Reisender solltest du dich hier erst einmal gut ausruhen. Da du ein Wohi bist, wirst du die Stadt aber sowieso nicht betreten dürfen. Dazu kommt, dass im Moment dieser Titan dort wütet. Ich würde dir davon abraten, dich in der Stadt zu nähern. Gerudostadt? Gerudostadt im Südwesten von hier ist die größte Stadt in dieser Gegend. Und die einzige, glaube ich sogar. Es ist ein bedeutender Umschlagplatz für Waren aller Art und auch das Vergnügungsviertel ist berüchtigt. Die Gesetze der Gerudo verbieten es jedoch, dass Wohi jetzt, also Männer, die Stadt betreten. Okay. Die Sonne steht am Himmel. Zu dieser Zeit herrscht in der Wüste eine Gluthitze. Du solltest dich regelmäßig erfrischen.
Ich habe mein Hummerhemd. Aber danke für die Empfehlung. Hier ist sie. Die nächste und, glaube ich, sogar letzte Erinnerung. Ich kann mal kurz nachschauen. Ja, es ist. Also, let's go. Mal schauen, was hier vor 100 Jahren geschah. Du hast alle 12 Orte gefunden, an denen die Fotos aufgenommen wurden. Nice. Wir sollten jetzt endlich wieder zu Impact gehen, aber ich denke, das machen wir lieber erst nach dem Titan. Weil dann sind wir wirklich eigentlich sogar ready für den Endboss, oder? Aber das machen wir natürlich nicht. Wir werden erst alle Crocs sammeln. Damit fangen wir nächste Folge an. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.